Hallo und herzlich willkommen zurück zu zum neuen Projekt, und zwar Hyrule Warrior. Allerdings werde ich jetzt noch nicht die Story, also das Spiel hat ja mehrere DLCs, und ich werde jetzt noch nicht den Story-Modus euch zeigen, sondern erstmal einen ganz neuen Modus, der vor kurzem raus war, und zwar Ganon zur Rache. Siege 7000 Feinde, habe ich dazu jetzt Bock? Na komm, machen wir das. Kann ich euch Gandalf in vollster Ausführung zeigen, wie er durch das Feld metzelt. Also in Hyrule Warrior, die Story ist richtig nice, eine kleine Love Story, es geht um Freundschaft, Liebe und etc. und so, und halt alles Mögliche. Die Story ist richtig geil gemacht. Und ja, jetzt sind wir hier Ganon als Schwein und können hier alles kaputt machen. Was heißt alles? Halt die Gegner, ne? Und das war mein Handy. Und ja. Und es geht halt hauptsächlich darum, 7000 Feinde zu killen. Das dürfte ja wohl kein Problem sein. Das Kampffeld gefällt mir ganz gut eigentlich. Kann man wohl auch neue Kostüme freischalten. Ich habe noch nichts freischalten. Ich habe jetzt eine Schlacht mit ihm gezockt. Ist richtig geil. Und guck, jetzt hat man schon 500 Feinde. Also es geht eigentlich ratzfatz. Und man kann hier halt, wenn Bosse auftauchen, wenn man die besiegt, bekommt man deren Fähigkeit. Oh mein Gott, wie viel Leben ich verliere. Was geht? Was fällt euch ein? So von der Seite anzumachen, ne? Und ja, ich bin ein fettes Schwein. Und das Spiel, also dieser Modus gefällt mir nicht, weil dann hat man mal die Möglichkeit, Ganon als Schwein zu zocken. Ne? Oh, ich habe schon wieder volles Leben, das ist cool. Kann er eigentlich auch blocken, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, ein riesen Magietrank. Ich kenne die Magiefähigkeit gar nicht von ihm. Nicht ohne mal ausprobieren. Nein. R. Oh yeah. Gucken, was er dann macht. Bam. Oha, oha, er holt seinen Speer raus. Und ja, kriegt alles. Was ist das hier für ein Tor eigentlich? Kann man, darf ich hier nicht rein? Nicht rein. Was? Ach, Goma. Was die meint, die traut sich ja was, sich mit Ganon anzulegen. Und ja, sonst sind immer die Spielbedingungen, dass man verloren hat, wenn mein Hauptgebiet, also meine Basis angegriffen wird. Aber hier habe ich keine Basis, Ganon ist Einzelkämpfer, er hat keine Freunde. Er muss alleine klarkommen. Was auch sehr gut packt. Alter, beruhig dich. Ganz ruhig. Komm, 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 komm. Oh, null Chance. Ich will die Fähigkeit haben, die Sau. Ja, und Gandalf hat halt auch keine Items, so wie Link und die anderen alle und so. Richtig nice. Also der Modus ist echt gut gemacht. Boah, aber 7000 Feinde zu können ist viel. Komm, Goma. Stirb. Goma ist tot. Yeah. Ganons rechte Hand wirft Energiebomben. Aktiviere die Schwachpunktsanzeige von König Dodongo. Oha, oha. Jetzt geht aber richtig ab, der Freund hier. Also Ganon ist eigentlich schon richtig, also richtig geil gemacht. Der ist schon Level 16, sehe ich gerade. Okay, übertreib mal. Also normalerweise steigen Charakter nicht so schnell auf, aber Ganon irgendwie. Schon. Man merkt auch gar nicht, wie viel das hier überhaupt, also wie viel Gegner man killt, weil irgendwie der so riesig ist, man sieht die eh nicht. Kann man hier noch so einen Sprinter machen. So ungefähr umrennen. Und das waren eigentlich schon seine ganzen Angriffe, die ich euch jetzt gezeigt habe. Da kommt auch noch so irgendwas, ne? Oder? Ne. Weil der konnte noch hier so ein Wirbelangriff, ne? Ja, genau. Genau das war noch das. Eben mal wieder auffüllen. Boah, wie viele Gegner sich hier tummeln, Alter. Und weg. Dass sie sich alle trauen, sich mit Ganon anzulegen, ist ja. Ne? Ich meine, es sind hier keine Links, keine Helden, es sind ja. Das sind einfach nur Dullis, die sich versuchen, cool zu fühlen. Und ja. Die sich halt cool fühlen, cool, die neue Alte getroffen. Kommen noch mehr Gegner.
Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange für die 7000 und ich hoffe, ich schaffe direkt den A-Rang, das wäre sehr geil. Nochmal, kommt, und nochmal hier einen Spezialangriff. Und nochmal, weil es so schön ist. Und nochmal. Wer rückt gegen mich vor? Wofür werde ich ich werde von irgendwas bombardiert. Wer greift mich hier einfach an? Alter. Renn. Aha, ihr seid das. Ich hätte es ein. Mit denen habe ich nämlich jetzt die habe ich ganz vergessen, dass die auch noch gibt. Stirbt. Stirbt. Wie viel gibt's von denen? Können wir denn die auch zu bombardieren? Ja, hören Sie. Wir hören auf. Besser so für euch, ihr Schweine. Ja, Level 18. Was, hier sind noch mehr von denen? Wo kommen die alle her? Dunkle Ruto. Dunkle Ruto, stirb! Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Magus besiegt habe. Auch gut. Da ist noch so ein Viech. Du. Du. Stirb. Oder habe ich den jetzt gerade platt getrampelt? Es lebt noch. Oder? Ja, es lebt noch. Wieso lebst du noch? Ja, ich habe alle besiegt. Ich werde nicht mehr bombardiert. Was wollt ihr denn jetzt hier? Boah, wie viel ich mich schon gezogen habe. Was? Wieso habe ich verloren? Wieso habe ich jetzt verloren? Ich habe gar nicht gemerkt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie mir Leben abgezogen haben. Boah. Ich werde ihn büßen. Ich werde jetzt sterben. Ich werde alle sterben. Das ist mal schön, was Böses zu tun. Vielleicht taucht bestimmt wieder Goma auf. Ey, ich habe jetzt allen Ernst verloren. Aus welchem Grund auch immer. Okay, man darf einfach nur, muss einfach nur hauen. Goma ist, glaube ich, aufgetaucht. Werden wir doch mal einen Besuch abstatten, oder? Ha? Ja. Geht weg! Ey, wie konnten wir uns vorhin besiegen, diese Dullis? Was hier abgeht auf dem Spielfeld? Okay, wo Goma ist, weiß ich immer noch nicht. Aber hier ist ein Magus. Ich darf nicht machen, was er will. Ich weiß gar nicht, kann der mir gefährlich werden? Was die extra was planen kostet. Was plant ihr denn? Goma hat den Kampf gewittert. Ja, komm her, Goma. Ich habe mir zwar unser Date etwas anders vorgestellt, aber komm her. Will ich genauso platt machen. Da ist sie ja. Goma! Meine Freundin Goma! Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft! Seite. Weiche von mir, Dämon. Oh, fühlt sich ganz cool. Ha, 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 ha. Ja, ja, komm, greif. Ja, wie hast du das jetzt wieder geschafft, bitte? Oh, der Hauptmann hat schon genug für heute. Der Boom hat auch genug. Ich meine, auch ein Gegner, den man sich mal in der Story sehen wird, glaubt mir, Leute. Ey,
Beruhig dich, beruhig dich. Ey, sie will einfach nicht sterben. Sie will nicht sterben. Jetzt vielleicht? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Die fühlt sich richtig cool. Ey. Komm, beruhig dich. Ich schaff das nicht ernsthaft zu verletzen. Aber ich hab sie besiegt. Sehr geiler Angriff. Ja, ich bin wieder vorne leben. Was war das denn? Bombardiert man mich schon wieder. Jo. Genau hier sind zwei Stück. Mich hier rein. Boah, was hält der ein? So, wo ist die letzte? Da oben. Hier komme ich jetzt auf. Boah, die bombardieren echt das ganze. Oh mein Gott. Aber komischerweise, ihre Leute treffen natürlich nicht, ne? Geht sie doch mal aus dem Weg. Ich will noch zum Handler. Ist das denn zu viel? Alter. Sag mal. Geht's dir noch ganz gut? Gut raus, ist ja was. So. Ihr plant doch bestimmt wieder irgendwas. Das ist zu verhindern. Das ist zu verhindern, hab ich gesagt. Geht weg! Geht weg, habe ich gesagt. Gucken, ob ich jetzt eine Mission schaffe. Also ich meine, ich bin ja gestorben und ich wusste noch nicht mehr davon. Fand ich sehr geil. Boah, wie das hier abgeht. Richtig, richtig geil. Also ich meine, die Story ist noch kranker, aber das ist schon ein richtiger kranker, geiler Scheiß. Was bombardiert mich hier schon wieder? Sind die schon wieder mein Handler oder was? Kommt die dunkle Route wieder. Oh mein Gott, vier Stück von denen. Wahrscheinlich haben die mich auch gekillt, ohne dass ich wusste warum. Lass mich hier schön aufladen. Ey, irgendwas ballert doch hier die ganze Zeit.